Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir wieder Transformers Earth War Scenario. So, und zwar haben wir ja letztens damit aufgehört bei der bei dem Kristall. Wir haben dann das letzte Kapitel oder vorletzte Kapitel komplett abgeschlossen und jetzt und haben einen Fetzen einer Karte gefunden und einen Kristall, wo wir leider den gleichen Autobot rausbekommen haben. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das ist Gauner-Klasse. Hä? Ich verstehe gerade gar nicht, was ich tun soll. Aber okay, ich feuer dann mal hier. Okay, dann zoomen wir mal ran. Gucken, wie viel Schaden der hier macht. Wir sehen es ja zum Teil eigentlich beides. Alles klar, guck mal, wie viel Schaden der einfach macht. Hier haben wir noch keinen Verlust. Hier haben wir auch noch keinen Verlust, das ist sehr schön. Wir haben gleich einen Turm. Ah ne, das ist ja kein Turm, wir haben gleich eine Basis. Hauptquartier, besser gesagt. Und wir haben gewonnen. Also habe ich gut angefangen. Starscream. Diese Runde geht an euch, Autobots. Ihr denkt wohl, ihr seid clever, was? Wir kommen wieder, und zwar massenhaft. Okay. Stimmt auch. Okay, weitersuchen. Otto, Otto, genau. Optimus Prime sagt, wir müssen weitersuchen. Also hören wir mal auf unserem Autobot-Chef und machen das. Na, Amigo? Ach, lassen wir den Hund jetzt mal schlafen. Amigo ist immer noch hier. Und wir haben es gerade 10 Uhr. Der Sieg ist unser. Okay, also wir kämpfen doch mal weiter. Powerplay. Wir müssen noch 1, 2, 3, 4 Level müssen wir schaffen. Boah. Derzeitige Kraft, empfohlene Kraft des Teams 425. Okay, also dann müssen wir mal kurz austauschen. Und zwar brauchen wir hier den stärksten, den wir besitzen. Mit anderen Worten, Sunstriker auf Level 91 benötigen wir. Haben wir wenigstens schon mal etwas besseren Teamschaden. Teamschaden sei schon hier, also Teamkraft. Navio? Amigos. Charlie, Schlampenschatten. Nein, Spaß, Leute, tut mir leid. Powerplay wieder und zwar Durchbruch. Oh, Durchbruch. Durchbruch, na dann. Das kann nichts Gutes bedeuten. Das ist meistens immer so. Dass der Durchbruch halt nichts Gutes bedeutet. Aber wir kämpfen trotzdem. Okay. Also wo greifen wir jetzt am besten an? Also ich würde vorschlagen, wir greifen so unten rum an. Das heißt, die Autobots schicken wir mal nach da. Der hier greift das an. Der hier greift das an. Dann zoomen wir mal wieder ran. Schon haben sie einen Schaden gemacht. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Bin stolz auf euch. Kleiner Tipp nochmal von mir, Autobots. Kämpft nicht alleine. Das kann tödlich werden. Wir haben jetzt natürlich noch einen, der angreift. Optimus Prime geht auf den gleichen. Oh, oh. Alles klar. Also es dürfte ja auch nicht allzu lange dauern. Dann haben wir schon wieder gewonnen. Allerdings lassen wir uns ja überraschen. Und wir haben gewonnen. Wir haben einen Verlust. Aber dafür haben wir einen Turm. Und wir haben keinen Verlust, Leute. Oh, ich dachte schon. Ihr seht ja, wie wenig Leben Ironhide noch hat. Und wir haben zwei Heldenfetzen bekommen.
Also, es geht jetzt darum, wir haben in der letzten Folge haben wir einen Fetzen gefunden. Jetzt haben wir den zweiten Fetzen gefunden. Und mit diesen Fetzen machen wir jetzt, wie nennt man das nochmal? Also mit diesen Fetzen suchen wir ein Artefakt und den müssen wir finden, bevor Megatron den findet. Nur bloß ohne die Kartenfetzen finden wir die nicht. Und ja. Also wir spielen zuerst Ad Wars. Wenn wir das zurzeit durch haben, die Story komplett fertig, werden wir dann mit Transformers Kämpfer anfangen. Verbessere sonst bei keinem. Ja, das geht noch nicht, das dauert noch. Powerplay. Die kriegen wir Widget. Dann. Mit Sicherheit. Also nehme ich mal an. Und ja. Also die brauchen noch ein bisschen. Dann gehen wir mal raus, gucken, was wir machen können. Also haben wir wieder niemanden frei. Scheiße, ich dachte, wir hätten jetzt jemanden frei, haben wir aber leider nicht. Was kriegen wir denn hier, wenn wir das hier verbessert haben? Wir kriegen einen Scanner, wir kriegen den Energon-Sammler, wir kriegen Energon-Lager, Leichtmetall-Sammler, Leichtmetall-Lager, Mauer, Autokanone, Autobot, Außenposten, Lasertor, Mörser, Stasis-Mine. Amigo, mein Hund hat sich gerade hingesetzt. Ich dachte jetzt, er fängt gleich an zu bellen. Aber da haben wir, glaube ich, nochmal Glück gehabt. Amigo, beruhig dich. Also wir haben 418 Kraft hat unser Team. Okay, mein Deutsch ist schon wieder atemberaubend. Amigo, Platz. Amigo. Psst. Amigo, komm her hier, Platz, komm. Platz. Geht doch. Morgen oder übermorgen kommt vielleicht ein neues Mäusevideo, müssen wir mal gucken. Ja, Amigo, danke für die Antwort. Ich so, morgen oder übermorgen kommt ein neues Mäusevideo. Aber naja, das ist ja mein Hund und mein Hund ist mein Hund. Und weil ich meinen Hund so lieb habe, ist er halt mein Hund und wir zoomen wieder ran. Und da haben wir den neuen Autobot. Das ist kein Autobot, das ist ein Bösewicht. Und der Bösewicht hat Ironhide getötet. Komm los, ihr müsst die Leute, was ihr tut, macht den platt. Los, komm. Superpower aktiviert. Oh, der Mörser. Also wir müssen jetzt aufpassen, dass die anderen drei Auto. Die anderen beiden Autobots nicht sterben. Wenn die nämlich sterben, verlieren wir. Und ein Autobot alleine dauert das richtig, um das Hauptquartier zu zerstören. Und deswegen passen wir jetzt auf, dass hier keiner weiterer stirbt. Und wir haben die Kanonen platt gemacht, das heißt, es wird auch keiner mehr sterben. Das heißt, wir haben wieder gewonnen. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Wir werden dieses Kapitel und das nächste Kapitel in dieser Folge beenden. Hoffe ich zumindest. Und wir haben gewonnen. Decepticons greifen an, wir müssen raus hier. Also weil ich habe das jetzt so verstanden, jedes Mal, wenn wir ein Kapitel oder beziehungsweise eine Mission abgeschlossen haben, kriegen wir einen neuen Autobot. Und letztens haben wir ja den anderen gekriegt. Warte kurz gucken, also wir gucken gleich, wie der heißt. Also gehen wir mal ganz kurz auf der Karte ein bisschen gucken. Also, wir haben ja Sunstriker bekommen, nur den hatte ich leider schon. Hier hatten wir Optimus Prime bekommen. Hier hatten wir Sunstriker bekommen. Und hier werden wir dann anscheinend Ratchet kriegen. Wir haben hier noch ziemlich viele andere. Hier kriegen wir Bumblebee.
Hier kriegen wir Kombina Labor, aber Kampagne ist nicht freigeschaltet und da brauchen wir 1000 Kraft. Und dann haben wir das hier abgeschlossen. Los geht's. Migo, oh, nie wieder. Oh, wie er sich freut. Ey. Danke, dass du hier Radon machst in meinem Video. Ich bedanke mich herzlich. Ja, Migo, nein, Spaß, komm, alles gut. Kriegst sogar Bauchkrauli von mir. Melody. Ey, das ist so ein Name, ey. Das sieht nach einer Decepticon-Scan-Station aus. Wir könnten dort Informationen finden. Das ist sehr schön. Leider müssen wir erstmal die Kanonen hier alle... Oh, Mörser. Jetzt sind volle Kraft voraus. So, wir fahren da alle mal hin. Was auch immer ihr da gerade, ihr solltet nicht das angreifen, ihr solltet den Mörser angreifen. Also wir haben gleich sehr viele Leute, die sterben, glaubt mir, Leute. Ironhide ist gleich tot. Danach ist Optimus tot. Sag ich doch. Wir sehen ihn ja schon an. Trotzdem können wir mal gucken, ob Optimus jetzt noch... Okay, er schafft er nicht. Na, Migo, er schafft es nicht, ne? Lassen wir den Hund mal schlafen. Optimus hat schon ein paar Funken. Weil er es leider nicht mehr schafft. Wusste ich's doch, aber wir geben nicht auf, oder Migo? Das schaffen wir schon. Hoffe ich zumindest, dass wir es schaffen. Wir brauchen 500 Kraft, das haben wir nicht. Oder Migo, haben wir das? Nein, haben wir nicht. Vorsicht vor Dezember. Ach, wirklich. Also wir müssen noch zwei Kämpfe überstehen, dann haben wir Ratchet und das ist sehr geil, ey. Ja, Miko? Ja, das dauert noch eine Weile. Ach ja. Am liebsten würde ich jetzt ein Eis essen. Na, Migo, willst du auch ein Eis? Nein, Spaß. Migo darf kein Eis.
Und los geht's wieder. Also wir versuchen es jetzt nochmal. Ich werde es jetzt mal anders versuchen. Und zwar, dass wir die vorderen Kanonen angreifen und danach die Mörser. Ich hoffe nur, es klappt auch. Namigo? Ich glaube, es nervt euch ganz einfach, wenn ich ansonsten sage Namigo. Hatten wir schon gelesen. Was müssen wir jetzt angreifen? Wir müssen jetzt so genau das hier angreifen. Ich hoffe nur, es klappt auch, weil ja. Und nein, es klappt nicht. Wir haben schon gleich den ersten Verlust und das noch Sunstriker. Und wir haben schon Verlust. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh scheiß doch mal drauf, Mann. Das sind doch nur. Was auch immer. Jetzt muss Optimus den Mörser kaputt kriegen. Er hat es geschafft, das ist sehr schön. Komm schon, Optimus, beende das Level hier. Wir warten noch mal ganz kurz. Wegen der sogenannten Schaden. Wenn er nämlich 900 Energon noch anzeigt, dann nehmen wir mal den hier dazu. Also muss noch 999 anzeigen, nicht mehr 1000, sondern weil dann lohnt sich das auch. Oh. Optimus baldig, wir haben nur noch 50 Sekunden Zeit. Na super, und mal wieder schaffen wir das Level nicht. Weil die Zeit abgelaufen ist. Das ist sehr, sehr traurig. Optimus, Optimus, Optimus. Als ob. Wir haben es doch noch geschafft. Oh, Splur sagt erstmal. Kurz hier, Haare wegmachen vom Handy. Er sagt erstmal Schrotthaufen zu Starscream. Recht hat er ja. Wir brauchen ja nur Starscream von Teil 3 angucken. Transformers 3. Wo er zerstört wird von Sam Witwicky bzw. Shia LaBeouf. Müssen sich mal die Autobots ein Beispiel dran nehmen. Decepticon Kotz. Aha, okay. Okay, also müssen wir noch hier kämpfen und dann müssen wir noch mal hier kämpfen. Und hier brauchen wir in voller Kraft 415, da kriegen wir Bumblebee. Ich liebe Bumblebee, das ist mein Lieblingsautobot.
Amigo, das ist jetzt der letzte Kampf. Den müssen wir gewinnen. Damit wir das letzte Kapitel, das vorletzte, nee. Das drittletzte Kapitel beendet haben. Puh, ich hoffe, wir schaffen's. Laserregen, ja dann. Ich glaube, wir haben heute mitten ins Nest der Insektikons getroffen. Ja, die Gons bekämpfen uns mit allem, was sie haben. Das ist ein Beamlaser und es sieht ganz schön mies aus. Vor dem Grimlock müsste ich jetzt mal ein was ganz Neues für Grimlock. Ach, Grimlock, sei einfach leise, okay? Nehmen wir das, dann sparen wir wenigstens noch ein bisschen. Ne, Barmann. Oh, da ist ein Laser. Das ist Ironhide. Oh nein, jetzt Optimus auch noch. Optimus, du musst abhauen. Fahr zum Laser. Komm, Optimus, schnell! Optimus! Komm, ihr müsst den Laser schrotten, bevor ihr Optimus schrottet. Na super, ey. Ey, guckt mal, wie ihr verkackt voll, ihr Loser, Alter. Oh. Egal, wir geben, ich gebe immer noch nicht auf. Mach doch zuerst den Laser kaputt, Mann. Okay, also ich muss mich gerade etwas konzentrieren. Aber ich denke gerade nämlich nach, wie ich das jetzt am besten machen soll, damit wir Wedget kriegen. Wenn wir ihn kriegen, weiß ich ja nicht. Ich glaube schon. Da stand ja auch eben Kampagnenbelohnung Wedget. Okay, das ist jetzt die letzte Chance, die wir schaffen müssen. Amigo? Dass mein Hund mir nicht zuhört. Ich hasse es. Okay. Also ich guck mal, wie ich das jetzt am besten schaffe. Und ja, dann zoomen wir mal wieder ran. Hatten wir auch schon. Okay, also ich denke mir gerade nach. Also wie soll ich am besten... Erstmal setzen wir mal den ganzen Autobots hier hin. So, dann müssen wir mit dem hier mal den hier irgendwie kriegen.
Wie gesagt, irgendwie nützt aber gerade zur Zeit nichts, also versuchen wir es noch einmal. Und das nützt auch nichts und irgendwie setzen es heute alle nur auf Ironhide. Da bist du doch so ein netter und starker Kerl. Oh. Optimus ist auch gleich tot, mal wieder. Komm schon, Optimus, verpiss dich, sonst bist du tot. Tot. Heute sterben irgendwie alle. Was ist das für ein Laser? Diese Missgeburt, Alter. Ne, amigo? Na super. Ja, jetzt hat mich meine Schwester angerufen. Ihr musstet sehen. Ach, ist ja scheißegal. Ich kann nichts dafür, ey. So, also wie gesagt, es tut mir nochmal dolle leid, dass meine Schwester mich eben angerufen hat. Die kann auch gar nichts hier. Mann, ey, regt mich das gerade total auf. Also wir müssen diese Mission jetzt gewinnen, damit wir Shit kriegen. Und ich habe auch schon eine kleine Idee. Eine ganz kleine Idee. Eine geile, aber hammergeile Idee. Na, amigo? Du kannst gar nichts. Nein, Spaß. Für alle, die wissen wollen, mein Hund ist ein Bernardiner, also Rettungshund der Schweiz. Kommt aber leider nicht aus der Schweiz. Und ja, nur damit ihr alle wisst, was das für eine Rasse ist, meine ich. Und ja, vor allem, was das für eine Rassel ist, ne? Wahrscheinlich ist mein Hund eine Rassel. So, wir machen jetzt erstmal so. Was genau sollte das gerade bezwecken? Wenn ich mal fragen darf. Boah, Mann. Ironhide, komm schon, du regelst es, du regelst es. Bitte. Ironhide regelt's doch nicht. Wer ist derjenige, der gleich stirbt? Ja, ich nicht. Optimus, oh. Optimus, nein. Oha. Fast alle Decepticons. Fast alle Autobots sind tot. Und wir haben mal wieder nicht gewonnen hier. Jetzt greift den an. Gut gemacht. Ich hoffe nur, er macht genug Schaden, damit er den Turm kaputt machen kann. Er hat nur noch 2 Minuten oder knappe 2 Minuten Zeit. Also das ist jetzt meine letzte Hoffnung. Aber der macht guten Schaden. Glaube ich. Komm schon, beeil dich, Mann. Jetzt mach den Turm kaputt. Dann zeig mal her, wie machst du deinen Turmschrott hier? Zeig mal her hier. Du weißt schon, dass du unsere letzte Hoffnung bist. Also, er sollte die unsere letzte Hoffnung. Ich glaube, wir gewinnen. Puh, ja, wir gewinnen. Das werden wir noch schaffen in der Zeit. Wir haben noch 20 Sekunden, also 25 Sekunden Zeit. Ja, schaffen wir locker. Wir haben endlich gewonnen. Und wir haben Ratchet. Juhu, Mann! Endlich, das war jetzt das dritte Mal.
Jetzt haben wir drei Fetzen. Leg mal die drei Teile zusammen. Mal sehen, was wir hier haben. Kleines Problemchen. Die Karte ist verschlüsselt. Ohne einen Codex-Schlüssel bekommen wir keine Informationen. Richtig, denke ich mal. Verdammt, wir wissen immer noch nicht, warum Megatron so sehr nach dieser Karte strebt. Weil Megatron ist. Megatron, so nah Autobots und doch so fern. Medikristall. Wir werden den jetzt sofort nehmen und mal gucken, ob wir wirklich Ratchet kriegen oder jemand anders. Oder ob wir überhaupt einen Autobot kriegen. Ratchet! Ja, Mann! Cool, Leute, wir haben Ratchet. Ist das nicht cool, Leute? Ey, endlich haben wir Ratchet. So, und dann fangen wir schon mal an mit dem ersten Kampf. Um hier halt da. Wir nehmen mal Jetfire raus und nehmen mal Ratchet rein. Gucken, was der alles machen kann. Namio? Okay, wo greifen wir am besten an? Zuerst. Oh, wir greifen einfach hier an. Nur müssen wir jetzt so schnell wie möglich das da kaputt kriegen. Oh, oh. Haben wir Verluste? Ja. Er ist gerade gestorben. Ach so, der andere da. Was soll denn das?
Also schaffen werden wir jetzt nichts mehr. Okay, jetzt haben wir schon mal das erste Level gesehen. Wir haben gesehen, wie Richard oder was Richard macht. Das reicht dann auch schon. Ach so, er lebt ja noch. Hat. Okay, Leute, das war's für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben es eigentlich geschafft. Wir haben nur noch zwei Kapitel vor uns. Und ja, danke fürs Zuschauen.